Totale Locke. Ein neuer Fall für uns. Geht klar. Tom, ich finde dich gut. Ich liebe dich, Locke. Wir greifen ein beim Terror durch den heißen Draht. Und beim Überfall nach Ladenschluss. Der Mann mit den 1000 Gesichtern. Wir greifen ein. Ein Fall für uns zwei. Locke und Tom. Ein Fall für uns zwei. Hallo Tom, hier Locke. Ein Fall für uns liegt an, glaube ich. Schwing dich auf deinen Hirsch und Schopper los. Was ist denn los, Locke? Von wo rufst du überhaupt an? Aus Erpendorf. Ich bin hier durch die Gegend gedüst und habe zufällig entdeckt, dass jemand mitten in einem Kornfeld... Naja, aber das erzähle ich dir gleich, wenn du hier bist. Ich weiß nicht. Ist das wirklich so wichtig? Ja, da war ein Kerl. Der hat mich angefasst. Meine Arme sind blau und grün. Wo bist du genau? Vor der Polizeiwache. Na also, ich wusste doch, dass er kommt. Ich brauchte nicht lange zu warten, bis Tom mit seinem Motorroller angedüst kam. Er wollte wissen, wer mich angefasst hatte. Ich gönnte ihm einen heißen Augenaufschlag und gestand, dass ich zu einer Notlüge gegriffen hatte, um ihn zu mir zu rufen. Und dann erzählte ich ihm von einer Entdeckung, die alles entschuldigte. Tom ging schnurstracks mit mir auf die Polizeiwache. In der Wachstube saßen drei Männer. Der eine war Polizist, er war lang und dürr und sah müde und deprimiert aus. Der zweite war ein unscheinbarer Zivilist, der freundlich lächelnd an seiner Zigarre nuckelte. Der dritte war ein Südländer, der mich eigenartig begaffte. Guten Tag, Herr Wachtmeister. Wir wollen etwas melden. Ein Unfall? Kein Unfall. Eher eine Entdeckung. Eine Entdeckung? Heraus damit. Herr Ehrenhorn ist mein Freund. Er kann ruhig hören, was ihr zu erzählen habt. Und Frau Franco haben wir auch keine Geheimnisse, also? Wir sind da auf etwas gestoßen. Könnte sein, es ist die Vorbereitung zu einem Verbrechen. Zumindest zu einem Ausbruchsversuch. Ach, tatsächlich. Ja, ich bin in einem Kornfeld über eine Höhle gestolpert, die jemand gestern oder heute gegraben haben muss. Daran lagen eine ganze Menge Konservendosen, Milch, Zeitung und andere Dinge, die man so braucht, wenn man für ein paar Tage untertauchen will. Tja, ich würde sagen, da will ein Liebespaar eine laue Sommernacht im Freien verbringen, nichts weiter. Unmöglich. Ist zu eng. In der Höhle hat nur einer Platz. Wirklich? Außerdem glaube ich nicht, dass ein Liebespaar sich mit Leberwurst und Sauerkraut verpflegt. Da kennst du die Landbevölkerung schlecht. Was Champagner und Austern sind, weiß man hier nur aus dem Fernsehen. Ich meine, Sie sollten keine Witze über diese Erdhöhle machen, sondern lieber mal nachforschen, was da los ist. Ja, ja, kleines Fräulein. Ich weiß schon, wie ich meinen Dienst zu verrichten habe. So ein dämlicher Kerl war mir noch nicht untergekommen. Vergeblich versuchten Tom und ich, den Polizeibeamten davon zu überzeugen, dass es wichtig war, sich die Erdhöhle wenigstens anzusehen. Polizeimeister Söckel zeigte nicht das geringste Interesse und er komplimentierte uns schließlich aus der Wache. Das blöde Grinsen von diesem Herrn Ehrenhorn und diesem Franco brachte mich auf die Palme. Nie gedacht, dass ein so dürrer Mensch so viel Blei im Hintern hat. Oh, ich könnte... Bitte nicht auf, Locke. Ist doch sein Bier, nicht unseres. Und wenn diese Pflaume von einem Polizisten nicht will, dann soll er sie ihm bleiben lassen. Hey, meinst du mit Pflaume etwa meinen Vater? Wie? Ich weiß überhaupt nicht, wer ihr Vater ist. Wir sprechen von Polizeiwachtmeister Söcke. Ich bin Paula, seine Tochter. Ich weiß nicht, was los war, aber so ganz Unrecht habt ihr bestimmt nicht. Viel ist nicht mehr los mit ihm. Früher war er anders, aber dann hat er Pech gehabt. Naja, wenn's wirklich wichtig ist, wendet ihr euch besser an eine Dienststelle in der Stadt. Könnte sein, dass wir das tun. Na, dann ist ja alles okay. Tschüss, ihr beiden. Da schürt sie ab, die schöne Tochter Paula. Scheint gar nicht sauer zu sein, dass Sie Ihren Vater eine Pflaume genannt haben. Nee, offenbar nicht. Na schön, verduften wir aus diesem schönen Nest.
Wie wär's, wenn wir bei deiner Oma noch einen Fruchtsaft trinken? Ach, gute Idee. Das ist genau das, was ich jetzt brauche. Na also, worauf warten wir dann noch? Komm, wir düsen ab. Soll doch dieser Söckel das Blei in seinem Hintern fliegen. Mir ist das egal. Meine Omi, die liebe 72-jährige Elisabeth Rehm, kam Tom und mir entgegen, als sie uns sah. Ich umarmte sie, Omi umarmte Tom und Niki, Omis Hund, umtanzte uns drei und ließ sich dann von Omi kraulen. Unser Besuch war nicht angekündigt und Omi geriet fast aus dem Häuschen, weil sie fürchtete, dass nicht genug Kuchen da war. Aber der ist immer da, ebenso wie der Beerensaft. Wenig später saßen wir drei am Gartentisch und schmausten. Wir sind über Erpendorf gekommen, Omi. Also was wir dort erlebt haben, mancher Polizist ist wirklich kein Ordnungshüter und sollte lieber in Pension gehen. Erpendorf? Das kam doch eben in den Radionachrichten. In den Nachrichten? Ach, wirklich? Da ist vor einer halben Stunde ein Bankraub gewesen. Ich war ganz entsetzt, weil es doch hier in der Gegend ist, dass die Verbrecher jetzt auch die Dörfer heimsuchen. Also nein. Bankraub? Bei der Landwirtschaftsbank? Ja, bei der. Der Kerl hat 80.000 Mark erbeutet. Es war ein Mann in schwarzer Motorradkluft. Bewaffnet war er auch und sehr rücksichtslos. Nach dem Bankraub ist er mit dem Motorrad abgebraust in Richtung Stadt. Aber man wird ihn wohl fangen. Es hieß, dass man überall Straßensperren errichten will. Oh, das ist es, Tom. Deshalb die Erdhülle. Kein Ausbruchsversuch, wie wir erst geglaubt haben, sondern Bankraub. Oh, jetzt sieht Söckel aber dumm aus. Söckel? Ach, der sieht doch da keinen Zusammenhang. Sonst hätte er es gemeldet und der Täter wäre schon gefasst. Was machen wir? Na, da fragst du noch. Schläfst du, Tom? Zurück zur Erdhülle. Oh, Omi, was das zu bedeuten hat, erzählen wir dir später. Jetzt haben wir es furchtbar eilig. Tom und ich fuhren schon bald darauf durch Erpendorf. Viele Leute standen auf der Dorfstraße und redeten miteinander. Klar, der Banküberfall war die Sensation des Tages. Tom und ich aber hielten uns nicht auf, sondern fuhren weiter durch das Dorf hinaus auf die Felder. An einem Waldstück hielten wir schließlich an und gingen zu Fuß weiter. Neugierig ist der Bankräuber jedenfalls nicht, oder siehst du ihn? Nein, natürlich nicht. Meinst du vielleicht, der reckt sich und glotzt zur Straße rüber, wo es von Polizisten nur so wimmelt? Warum sollte er? Hat er doch gar nicht nötig in seinem Versteck. Falls er dort ist. Ist er. Ich spüre es im großen Zeh. Wahrscheinlich feiert er seinen Erfolg und pfeift sich gerade ein Bier rein. Na dann Prost. Wir sollten vorsichtig sein, damit er sich nicht verschluckt. Sei mal still, auch wenn es dir schwerfällt. Oder willst du den Knaben auf uns aufmerksam machen? Ich rede, wann ich will. Du musst deinen Willen noch nicht gerade jetzt durchsetzen. Leise. Wo ist es genau? Siehst du, ohne mich bist du geliefert. Psst. Da vorne ist es. Hey, da ist was Schwarzes. Ja, ich sehe es. Mensch, Lock. Der Kerl liegt ja auf dem Bauch. Ein Bier trinken, wie unbequem. Unsinn. Bist du blind? Der Kerl ist gefesselt. Hey, hallo. Schon ausgeschlafen? Hilfe! Mach mich los! Mann! Siehst du nicht, dass ich gefesselt bin? Ich wurde überfallen. Und wen hast du überfallen? Die Landwirtschaftsbank. Und hier wolltest du dich verstecken, weil du nicht so ohne weiteres aus der Gegend verschwinden kannst. Und wer hat dir nun eins über die Rübe gegeben? Nach dem Geld brauchen wir wohl nicht zu suchen. Das hat ein anderer. Hm. Wäre eigentlich ganz schön, wenn wir wüssten, wer das ist. Hm. Aber er schweigt. Schade. Nun muss er noch ein paar Stunden in der Sonne schmoren. Und vielleicht sogar die ganze Nacht. Tja, also ich vergesse bestimmt, dass er hier ist. Hm. Ob es ihm einfällt, wenn wir nächste Woche mal wieder vorbeikommen? Nächste Woche oder später. Hm. Irgendwann werden wir uns schon an ihn erinnern. Komm, Locke, gehen wir weiter. Nein, nein, bleib hier. Ich bin wirklich überfallen worden. Mir hat einer eins übergebraten und den ganzen Zaster abgenommen. Den von der Bank. Ich weiß nicht, wer es war. Ich habe ihn nicht gesehen. Mann, das nenne ich eine Pleite. Jetzt wirst du verknackt für nichts und wieder nichts. Komm, ich binde dir die Beine los. Und dann geht's ab in den Knast. So, steh auf. Thank you.
brachten den Bankräuber, er hieß Franz und Neuke, zur Polizeistation in Erpendorf. Verdutzt blickte Polizeiobwachtmeister Söckel auf, als wir die Wachstube betraten. Er sah seltsam verstört aus. Das ist der Bankräuber. Er heißt Franz und Neuke. Wir haben ihn bei der Erdhöhle gefunden. Er lag dort und war gefesselt. Ein Unbekannter hat ihn hinterrücks niedergeschlagen und beraubt. Jetzt sind Sie dran, Herr Hauptwachtmeister. Was? Was ist das? Die Erdhöhle. Ach du meine Güte, an die habe ich ja überhaupt nicht mehr gedacht. Ach nein? Dann sperren Sie doch jetzt erstmal Hunolke ein. Ja, ja, natürlich. Und dann müssen wir ein Protokoll machen. Der Bankräuber. Und beraubt worden ist denn nur sowas. Na also, Hunolke ist hinter Gittern. So. Und nun erzählt mal. Bevor wir das tun, sollten Sie sich rechtfertigen können. Wir glauben nämlich, dass Sie der Unbekannte sind, der Hunolke niedergeschlagen hat. Sie haben die Beute. Immerhin 80.000 Mark. Was? Was redest du da? Außer Ihnen konnte eigentlich niemand von der Erdhöhle wissen. Und Sie wollten dort absolut nicht nachsehen. Uns ist jetzt klar, warum. Ich? Das ist doch nicht euer Ernst. Wir wollen keine Ulk-Show machen. Das haben Sie vorhin getan. Ist ja lächerlich. Ich weiß doch nicht einmal, wo die Höhle ist. Ach, nicht? Wirklich nicht? Und wo waren Sie dann vor 50 Minuten? Hier. Das heißt, nein, ich war unterwegs. Bin bis Kirchenhof gefahren. Dann können Sie auch bei der Erdhöhle gewesen sein, Herr Hauptwachtmeister Söckel. Ihr Alibi ist flaumenweich. Der Anruf. Ja, da war ein Anruf. Man hat mich weggelockt. Weggelockt? Ach so, jetzt kommt der große Unbekannte ins Spiel. Nein, nein, wirklich. Jemand hat angerufen und gesagt, dass Paula, meine Tochter, einen schweren Unfall gehabt hat. Da bin ich hin. Aber verdammt nochmal, was geht euch das an? Eine ganze Menge. Es geht immerhin um 80.000 Mark. Ach, schert euch zum Teufel. Wir werden schon klären, wo das Geld ist. Lasst eure Personalien hier und dann verschwindet. So, naja, ein bisschen ordentlicher könnte es sein. Ordentlicher? Dein Raum ist chaotisch. Aber wieso? Ich finde alles, wenn ich lang genug suche. Sogar den Burschen, der die 80.000 Mark hat. Aha, du willst also von einem peinlichen Thema ablenken. Na gut. Naja, für mich ist der Fall klar. Söckel hat sie. Und was ist mit Herrn Ehrenhorn? Und was ist mit Franco? Die beiden waren doch auch in der Wachstube, als wir von der Erdhöhle erzählt haben. Beide kommen als Täter genauso in Frage. Und Paula können wir auch nicht ausschließen. Sie kann von ihrem Vater informiert worden sein. Ja, hast recht. Also es sind vier Verdächtige. Wobei ich nicht glaube, dass dieser Ehrenhorn was damit zu tun hat. Und für mich schadet er aus. Ein so netter Mann. Dennoch werden wir in uns vorknöpfen. Ebenso Franco und die schöne Paula. Paula und schön? Also na, hör mal. Du hast einen Geschmack wie ein alter Kachelofen. Was? Paula hat naturkrauses Haar. Diese wundervollen Locken. Also ich kann... Hey, wieso schmeißt du mit Büchern nach mir? Du bist doch wohl nicht etwa eifersüchtig auf Paula? Na, sie ist nur ein... Winkt uns. Wir sollen zu ihm kommen. Na, dann gehen wir doch. Warum nicht? Dann können wir ihm gleich mal auf den Zahn fühlen. Na, auf jeden Fall kann er uns mal sagen, wo er heute Nachmittag war, als der Bankraub passierte. Tag, Herr Ehrenhorn. Guten Tag. Guten Tag. Ja, kommt, setzt euch. Ich darf euch doch einladen, ja? Vielleicht zu einer Pizza? Ach, warum nicht? Danke, Herr Ehrenhorn. Ja, dann setzt euch doch endlich. Vielen Dank. Franco macht nämlich eine ganz ausgezeichnete Pizza. Ich nehme an, ihr seid deswegen gekommen. Nein, um ehrlich zu sein. Wir wollten Franco fragen, wo er zur Zeit des Überfalls war. Franco Pestalzo? Genau. Ja, der war hier im Restaurant. Ich habe einen Espresso bei ihm getrunken. Franco, kommst du mal bitte? Ja, Herr Ehrenhorn, cosa desidera? Was darf ich Ihnen bringen? Ach, das sind ja unsere jungen Detektive. Cosa volete mangiare? Was möchtet ihr essen? Na, Pizza natürlich. Wir wollen alle drei Pizza. Was denn sonst? Aber darum geht es jetzt nicht. Sag mal, Franco, ich hab's vergessen. Ich war doch heute Nachmittag schon mal hier. Wann war denn das? Wann das war? Sie waren in der Zeit von 3 bis 4:30, meine Gäste. Ich habe mich noch gewundert, dass Sie so lange Zeit haben. Zeitung haben Sie gelesen. Und Sie? Ihr, oh Mama mia, ich war natürlich auch hier. Wo sollte wohl Patrone von einem... Jedoch keineswegs um unsere gute Laune gebracht, als wir bald darauf das Restaurant verließen und zu unseren motorisierten Untersätzen gingen. Die Pizza schmeckte wie zusammengeklebte Tüten. Fast ungenießbar.
Und das Gespräch mit Ehrenhorn hat auch nichts gebracht. Ehrenhorn und Franco haben sich gegenseitig das Alibi gegeben. Das könnte höchst wackelig sein. Könnte. Aber wir wissen es nicht. Beide machen wirklich nicht den Eindruck von Gangstern. Wer also hat den Überfall auf den Bankräuber verübt? Einer von den Vieren muss es doch gewesen sein. In höherer Mathematik warst du schon immer klasse. Und so auch in diesem Fall, mein lieber Engelbert. Lass mich mal zusammenrechnen. Polizist Söckel plus Ehrenhorn plus Franco macht 4. Tatsächlich. Du hältst mich wohl für Gehirn amputiert, was? Paula Söckel habe ich natürlich mitgerechnet. Und bei dem Telefongespräch, das ich vorhin vom Restaurant aus mit ihrem werten Papa geführt habe, hat der mir geflüstert, dass sie hier ganz in der Nähe in einem Juweliergeschäft arbeitet. Na, worauf warten wir denn? Fahren wir doch hin. Oh, dass du immer so viel erzählen musst. Also ich glaube... Was ist? Denkst du nach? Ich denke immer. Sogar wenn ich döse. Meine Gehirnzellen haben Pfeffer im Hintern. Sie haben was? Ich dachte gerade darüber nach, ob die Bande hinter dem Überfall stecken kann, die seit einiger Zeit Telefonterror verübt. Na, aber nein, nee, das glaube ich nicht. Also los, schmeiß an. Locke! Locke, pass auf! Tom! Oh, verdammte Kiste! Wie wahnsinnig! Och, nee. Aber, warte mal, ich wohne da drüben. Ich gehe eben in meine Wohnung, hol die Papiere und ruf gleichzeitig die Polizei. Einverstanden? Gut, das ist ein Vorschlag. Ich bin gleich zurück, Martin, so oder so. Später feiern wir dann im... Trink, bis gleich. Beeil dich, Henry. Oder soll ich lieber mitkommen? Na, du weißt doch dein Herz. Was ist mit seinem Herzen? Er hatte vorhin einen Herzanfall. Und dann lassen Sie ihn fahren? Ich habe keinen Führerschein. Hier, Junge, hier hast du den Schlüssel zu dem Wagen. Wir sind gleich wieder da. Moment mal, Sie können doch nicht einfach... Junge, glaubst du etwa, ich lasse dir meinen BMW zurück, wenn ich dich übers Ohr hauen will? Na, nicht bei so einem Bagatellschaden. So, und da hast du die Schlüssel. Oh, gleich 6:30. Und es kann noch dauern, bis die zurück sind. Ob ich mal rasch zu Paula Söckel gehe, bevor das Geschäft schließt? Hey, gute Idee. Hm? Ich muss wohl noch warten. Ich weiß nicht. Dass die verduftet sind, das stinkt irgendwie zum Himmel. Vielleicht ist der Wagen ja geklaut worden. Mit Schlüssel? Nee. Oh, ich Hornochse. Was denn? Das sind ja gar keine Autoschlüssel. Das sind ganz gewöhnliche Sicherheitsschlüssel für eine Tür. An wen sind wir denn da geraten? Komm, Locke, auf zu Paula. Okay. Wir rufen die Polizei zu. Wart mal, ich hab da eine Idee. Ist zwar völlig irre, aber immerhin. Was denn? Ich will diesen Sicherheitsschlüssel mal ausprobieren. Ach, das könnte doch sein. Ach, du bist verrückt. Das kannst du doch nicht machen. Außerdem passen die nie. Ach, das wäre ja wirklich irre, wenn die passen würden. Vielleicht aber doch. Es ist doch noch vor 6:30. Und hier steht, dass sie bis 6:30 aufhaben. Also? Mensch, das gibt es nicht. Der Schlüssel passt ja. Ja, und die Tür geht auf. Hör doch mal, da ist jemand. Tatsächlich. Paula. Das ist Paula. Ich meine Fräulein Söckel. Sie ist gefesselt. Mensch, Locke, da bin ich ja wirklich von den Söckeln. Ach, blödel nicht. Hilf mir lieber, sie loszubinden. Ja. Ach, erst den Knebel. Ach, so. Ach. Oh, endlich. Ich dachte schon, ich ersticke. Ihr habt mir das Leben gerettet. Ich bin überfallen worden. 2 Männer. Sie sind mit einem BMW geflohen. Wissen wir bereits. Warten Sie. Erst binden wir sie los und dann erzählen Sie uns alles. Die beiden waren von der Kriminalpolizei. Das haben sie jedenfalls am Telefon behauptet. Und ich bin auf sie hereingefallen. Sie haben sich per Telefon angekündigt? Ja, das ist es doch. Sie haben behauptet, ein Überfall stünde bevor und sie wollten die Gangster fassen. Da habe ich sie hereingelassen und ihnen die Schlüssel für die Truhen gezeigt, in denen der wertvollste Schmuck aufbewahrt wird. Die Bande, die Telefonterror verübt. Na, Mahlzeit. Die haben uns auch reingelegt. Oh, wie konnten wir nur so dumm sein? Das habe ich mich auch gefragt. Wie konnte ich nur so blöd sein und denen glauben? Aber ich habe es getan. Ich habe es getan, weil ich dachte, die sind von der Polizei. Das ist ein gemeiner Trick. Tom rief die Polizei an. Diese erschien auch sehr schnell und nahm die Untersuchungen im Geschäft auf. Paula Söckel und wir gaben unsere Angaben zu Protokoll und konnten danach gehen.
Paula zog es allerdings vor, noch im Geschäft zu bleiben, bis ihr Chef, Herr Funkelstein, kam. Sie weinte ständig und war völlig verzweifelt. Es ist verdammt ruhig geworden in der Stadt. Und jetzt haben wir völlig vergessen, Paula nach ihrem Alibi zu fragen. Das war auch gut so. Die Arme wäre doch glatt zusammengebrochen, wenn wir ihr auch noch damit gekommen wären. Ja, sie ist völlig am Boden zerstört. Hoffentlich hat sie die Wahrheit gesagt. Was? Was habe ich da gehört? Und weshalb sollte sie denn gelogen haben? Sie hat es den Verbrechern doch offenbar sehr leicht gemacht. Ist es denn wirklich auszuschließen, dass sie zu diesen Kerlen gehört? Sie machte einen sehr netten Eindruck, gut. Aber sowas kann doch auch täuschen. Ja, du hast recht. Also wir dürfen sie nicht einfach als Verdächtige streifen. Also nicht ohne Beweis. Du bist ein einsichtiges Mädchen. Genau das müssen wir klären. Ich frag mich nur, wie wir das machen sollen. Aber Tom, wir haben die Kerle gesehen. Wir können sie identifizieren. Na, hör mal. Unsere Stadt ist doch kein Dorf. Bis wir denen begegnen, können Jahre vergehen. Also, ich erkläre jetzt mal ganz langsam für Leute, die begriffsstutzig sind. Hey, ich freue mich schon. Dann kriege ich hier auch was mit. Ach, also, da sind Ganoven, Tom. Und die verkehren an bestimmten Plätzen. Zum Beispiel in Nachtlokalen, Bars, Spielhöllen oder anderen Städten des Lasters. Wie du das weißt? Nicht wahr? Toll von mir, was? Wir sehen uns also im Nachtjackenviertel um. Und wenn wir Glück haben, stöbern wir die beiden auf. Worauf warten wir noch? Schmeiß deine Mühle an. Wir düsen ab. Okay. Im Vergnügungsviertel der Stadt herrschte lebhaftes Treiben, als Tom und ich durch die Gegend bummelten. Doch hier jemanden zu finden, das schien aussichtslos zu sein. Wir wollten schon aufgeben, als wir schließlich in die Belgrader Straße kamen, in der ein Mann Reklamezettel für ein neues Nachtlokal verteilte. Kommen Sie ins Longdrink! Über 100 Whisky-Sorten! Die Bar der Zukunft! Zivile Preise! Longdrink! Longdrink! Hey, Locke, hast du das gehört? Longdrink! Ey, sag mal, kannst du Gedanken lesen, Tom? Ich wage kaum noch was Schlechtes über dich zu denken, weil ich Angst haben muss, dass du es errätst. Schlechte Gedanken über mich? Das ist doch gar nicht möglich. Na, wenn du wüsstest. Aber ich begreife. Was sagte der eine Räuber doch, bevor den BMW verließ und uns lackmeierte? So oder so. Später feiern wir dann im Drink. Ich habe mich also doch nicht verhört. Die Gangster wollen nicht mit Drinks feiern, sondern im Drink. Nämlich im Long Drink. Das war aber eine lange Rede. Ist dir nicht gut? Oh, mir geht es glänzend, weil ich nämlich gleich in eine Bar gehen werde. Na, aber ohne mich. Na, schön, wie du willst. Da ist der Schuppen. Long Drink. Ich bin gleich wieder da. Und was willst du sagen, wenn du drin bist? Ich frage nach meinem Vater. Ich tue so, als ob ich ihn suche. Und wenn ich Glück habe, sitzen die beiden Gangster in der Bar. Bis gleich. Ha, das sagen alle Männer, wenn sie in die Kneipe gehen. Und dann? Naja, hoffentlich bist du vor dem Morgengrauen zurück. Toms Besuch in der Longling Bar war vergebliche Liebesmüh. Denn die beiden gesuchten Männer hielten sich nicht daran auf. Sie hatten uns beobachtet, denn kaum war Tom in der Bar, als sie auf mich zutraten, mir ein Messer an die Kehle setzten und mich in ein Auto verfrachteten. Als Tom die Bar wieder verließ, stellte sich ihm einer der beiden Gangster in den Weg. Hoppla, da bist du ja. Hey, verdammter Verbrecher, dir will ich zeigen, was Sache ist. Gar nichts wirst du, halt bloß die Luft an, sonst ist es aus mit deiner Locke. Seid ihr verrückt geworden? Was habt ihr mit Locke vor? Nichts weiter, sie hat nur ein Messer am Hals. Und wenn du Dummheiten machst, hat sie es im Hals, klar? Ich hab verstanden. Du siehst, sie ist in unserer Gewalt. War ein bisschen zu neugierig, die Hübsche, und kam näher, als wir ausstiegen. Wenn meiner Freundin was geschieht, bringe ich euch um. Hast du gehört, Henry? Der Herr Conradi spielt den Helden, aber es wird dir noch vergehen. Los, in den Wagen. Setz dich neben Locke und wehe, du versuchst irgendetwas. Was habt ihr mit uns vor? Das wirst du schon noch erleben. Und jetzt rein in den Wagen. Die beiden Diebe fuhren mit uns bis in die Hochhaussiedlung Wieseneck, die bekanntlich weit vor der Stadt liegt. Dort hielten sie vor einem 12-stöckigen Rohbau, befahlen Tom und mir auszusteigen und trieben uns die Treppen hoch bis in den 12. Stock des halbfertigen Hochhauses. Erwarteten die etwa von uns, dass wir von oben runterspringen würden? Ich gestehe, mir war ganz schön mulmig, als wir das oberste Stockwerk endlich erreicht hatten.
jetzt? Wie geht's weiter? Das wirst du schon noch sehen. Halt doch die Klappe! Hier! Durch die Luke aufs Dach. Dann los, los! Komm, Locke. Geh du voran. Macht bloß keine Dummheiten, ne? Wir schließen die Luke. Ihr bleibt oben. Morgen früh wird schon irgendjemand in der Nähe sein, der euch rauslässt. Mann, was ist das für ein Blödsinn? Niemand wird kommen. Am Wochenende arbeitet hier doch niemand. Wirst es überleben. Los, rauf! Ja, ja, schon gut, schon gut. Nur keine Panik. Und jetzt die Luke zu. Schufte. Ich möchte wissen, was das soll. Wozu sperren sie uns aus? Vielleicht wollen sie uns für eine Weile los sein. Ja, das ist es. Sie haben irgendein Verbrechen vor und wollen dabei nicht gestört werden. Saubere Bande. Tom, geh nicht so dicht an die Dachkante. Hey, komm mal her. Man kann ihren Wagen sehen, den Mercedes da unten an der Laterne. Ja, tatsächlich. Sie sind noch nicht unten. Oh, du meine Güte, ich dachte wirklich, die bringen uns um. Ach was, das sind Diebe, aber doch keine Mörder. Hey, Moment mal, ich habe eine Idee. Hier liegen doch genügend Mauersteine rum. Ich will mal für ein bisschen Ordnung sorgen. Tom, was soll das? Wirst du gleich sehen. Pass auf. Hinunter mit dem Stein. So. Ich bin gespannt, was die beiden Halunken sagen, wenn sie ihren Mercedes wiedersehen. Tom, du hast den Wagen getroffen. Mann, das ist ja spitze, eine Riesenbeule. Man sieht es trotz der Dunkelheit. Und gleich noch ein Mauerstein hinterher. Und noch ein. Ich auch. Ich werf auch einen Stein aufs Auto. Hey, getroffen. Ich auch, ich auch. Und noch eine Ladung. Den Mercedes verwandeln wir in Schrott. Da, getroffen. Schade, mein Stein ist vorbeigefahren. Meine auch. Aber jetzt... Treffer. Jetzt sind die Scheiben hin. Pass auf, die beiden kommen. Nicht mehr werfen, Tom, du würdest sie umbringen. Ach, du dickes Ei, bloß das nicht. Wenn die einen Stein an die Rübe kriegen, kommen die doch gleich wieder zu uns hoch. Ach, quatsch doch nicht, die sind dann tot. Ja, meine ich doch, als Engel. Die und Engel? Nie. Hey, sie zischen ab. In der Schrottkiste. Mit einem fast neuen Auto sind sie gekommen und so treten sie den Rückzug an. Ein glänzendes Geschäft. Wir verbrachten eine sehr ungemütliche Nacht auf dem Dach des Hochhauses. Es war windig und kalt und es half uns nicht viel, dass wir uns aneinander kuschelten. Wir froren dennoch. Bis zum Morgengrauen konnten wir nichts tun. Dann aber, als es hell wurde, sah Tom sich um. Er fand ein dickes Telefonkabel, das fast 20 Meter lang war. Damit kann ich mich über die Dachkante zu einem Fenster abseilen. Du spinnst wohl, das ist viel zu gefährlich. Das Kabel reißt, das ist zu dünn. Ach, ich nehme es doppelt, siehst du? So wird es um den Schornstein geknotet und dann über das Dach herabgelassen. Nein, tu es nicht, Tom, du stürzt ab. Ach was, ich doch nicht. Siehst du, es hält. Bis zum nächsten Fenster ist es auch nicht weit. Ich lass mich jetzt runter. Sei vorsichtig. Bin ich. Sieh lieber nicht nach unten, es ist so tief. Ich werde mich hüten. Nicht weiter, Tom, das genügt doch. Und jetzt schwingen, ich ans Fenster komme. Keins. Ach, Vorsicht, Tom. Jetzt. Du hast es geschafft, Tom, du hast es geschafft. Gleich, noch bin ich nicht drin. Warte. Komisch in den Knien. Warte, Locke, ich öffne die Luke. Prima, Tom. Ich gehe hin zur Luke. Darf ich bitten, wertvoller Diener? Der Weg nach unten ist frei. Wird auch Zeit, dass wir nach Hause kommen. Man wird sich schon Sorgen um uns machen. An diesem Tag schliefen wir erst einmal bis in den Nachmittag hinein, nachdem wir unsere Rolle aus dem Vergnügungsviertel geholt hatten. Danach trafen wir uns und beratschlagten. Wen suchten wir eigentlich? Waren wir wirklich hinter der Bande her, die ihr Verbrechen über Telefon vorbereitete? Und wer war das Oberhaupt dieser Bande? Polizeiobwachtmeister Söckel? Vielleicht zusammen mit seiner Tochter Paula? Der Makler Ehrenhorn? Oder etwa der Italiener Franco? Wir beschlossen, dem Italiener mal auf die Finger zu sehen. Als wir uns dem Restaurant näherten, bemerkten wir einen der beiden Männer, die uns auf das Hochhaus geschickt hatten. Er heizte zusammen mit einem Kellner des Pizzarestaurants auf einem Motorrad durch die Gassen. Tom und ich hängten uns sofort an und fuhren hinterher.
Es ging bis weit über den Stadtrand hinaus, aber wir ließen nicht locker. Wenn die glauben, dass sie uns abschütteln können, haben sie sich geirrt. Wollen sie doch gar nicht. Sie haben uns doch noch nicht mal bemerkt. Pass auf. Sie biegen von der Straße ab, zum Steinbruch hin. Die wollen bestimmt üben für die Gefängniszeit, die ihnen bevorsteht. Was? Wieso? Ach so, ich verstehe. Die Locke. Heute arbeitet kein Strafgefangener mehr im Steinbruch. Das kann man den zart beseiteten Seelen noch nicht zumuten. Na und was wollen die dann im Steinbruch? Kannst du mir das mal erklären? Das werden wir gleich sehen. Komm. Wir halten an und verstecken die Motorroller hier im Gebüsch. Sie sind irgendwo da unten. Sie kurven mit dem Motorrad rum. Hey, da sind sie. Siehst du? Bei den Möbelwagen. Sie haben eine Rampe an den Möbelwagen gestellt. Ja. Und jetzt fahren sie über die Rampe hinein. Und machen die Tür zu. Aha. Die Tür geht wieder auf. Das Motorrad kommt wieder raus. Eine neue Übungsrunde belegen. Ey, die proben. Richtig. Aber wozu? Na, jedenfalls ist es keine Zirkusnummer. Hey, sieh dir das an. Das ist doch Franco, der hinter dem Lastwagen hervorkommt. Ja. Na, der klatscht Beifall. Franco gehört also auch dazu. Da fehlt nur noch, dass Polizeihauptwachtmeister Söcke mit seiner Tochter hier auftaucht. Ach, nur nicht zu voreilig, Locke. Noch ist nicht bewiesen, dass die dazugehören. Es sieht eher so aus, als wäre Franco der Bandenchef. Und was ist mit ihrem Namen? Ich kann mir nicht vorstellen, dass der dazugehört. Aber wissen kann man das natürlich nie. Die bereiten doch was vor, oder? Klar. Ein Überfall, den zwei von ihnen mit dem Motorrad ausführen und bei dem sie anschließend schnell verschwinden müssen. Zum Beispiel mitsamt dem Motorrad und der Beute in einem Möbelwagen, der irgendwo in der Nähe, in einer unbelebten Nebenstraße oder einem verlassenen Fabrikhof abgestellt ist. Genau. Und dann können die Verfolger lange suchen. Guter Trick. Aber wir werden den Coup verhindern. Na, dazu müssten wir erst einmal wissen, wann der Überfall stattfinden soll und wo. Hast recht. Wir warten weiter hinten an der Landstraße, bis der Möbelwagen kommt und dann hängen wir uns dran. Mit ein bisschen Glück erfahren wir etwas mehr. Tatsächlich zockelte bald darauf der Möbelwagen an uns vorbei. Am Steuer saß der Italiener Franco. Das Motorrad überholte ihn und raste in Richtung Stadt davon. Tom und ich hatten uns im Gebüsch versteckt und wir folgten dem Möbelwagen. Franco hatte es nicht eilig, er fuhr langsam und machte in einem Biergarten am Stadtrand Pause. Wir stellten unsere Roller ab und setzten uns in eine Nische, von der aus wir Franco beobachten konnten. Und siehe da, auch Polizeihauptwachtmeister Söcke und seine Tochter Paula waren da. Aber sie sprachen nicht mit Franco. Franco sitzt alleine an seinem Tisch. Söcke und Paula scheinen ihn nicht zu sehen. Nee, eigenartig. Hey, wart mal, da kommt eine Frau. Die setzt sich zu Franco. Aber das gibt's doch nicht. Ja, was denn, kennst du sie? Na, und ob ich die kenne? Das ist Melanie Liebert. Ihr Bruder ist Geldbote bei der Vermögensbank in der Angerstraße. Die beiden wohnen zusammen in einem kleinen Häuschen, ganz hier in der Nähe. Stopp. Zieh mal die Bremse, Locke. Was hast du gesagt? Ihr Bruder ist Geldbote? Oh, Flash, jetzt geht mir ein Scheinwerfer auf. Du, ob Franco und die anderen vorhaben, ihren Bruder den Geldboten zu überfallen? Ich würde sagen, er sieht ganz so aus. Du weißt, wo die beiden wohnen? Diese Melanie und ihr Bruder? Na, und ob ich das weiß? Na also, worauf warten wir dann noch? Nicht sie hin zu ihm. Es war nicht weit vom Biergarten bis zu dem Häuschen, in dem Otto Liebert wohnte. Der Geldbote stand ängstlich in seinem Garten, als Tom und ich anrollten. Er wusste sich offensichtlich nicht gegen die drei Rocker zu wehren, die sich an seinem Zaun zu schaffen machten. Gefickter, lass das. Ich rufe die Polizei. Aber mach dir vor, nicht in die Hose, Otto. Wir reißen deinen Zaun ab, weil wir ein Lagerfeuer brauchen. Und wenn das nicht ausreicht, nehmen wir noch ein paar Möbel aus deinem Haus. Werden Sie belästigt, Herr Liebert? Hey, was willst du denn, Kleiner? Das sage ich dir gleich, Pilli. Warte. Ich nehme nur kurz den Sturzhelm ab, damit du mein Gesicht sehen kannst. So. Hey, das ist Tom Conradi. Verdammt, ein Hallo, Mensch. Hallo. Hallo, ihr drei Helden. Will einer von euch Prügel haben? Seid ihr scharf auf gebrochene Rippen oder sonst was? Dann bleibt stehen, wo ihr seid. Und wenn nicht, dann macht mal eine Fliege.
Aber eine ganz schnelle, sozusagen eine Messfliege. Ja, ja, ist ja schon gut. Man wird doch mal einen Witz machen dürfen. Nun reg dich mal nicht auf, wir verschwinden ja schon. Oh, wirklich nur ein kleiner Scherz. Oh. Komm, nicht mehr. Ciao. Ja, ciao. Alles klar, lieber. Sie verschwinden. Du hast sie verscheucht. Einfach so. Wer bist du, Junge? Ich bin Tom Conradi und das ist meine Freundin Locke. Wir kennen die drei Typen aus der Schule. Sie wissen, dass ich im Karateclub bin. Deshalb also die plötzliche Flucht. Vielen Dank für eure Hilfe. Kann ich euch etwas anbieten? Kommt doch herein. Dieser Aufforderung kamen wir nur zu gerne nach, zumal alle Voraussetzungen für ein gutes Gespräch gegeben waren. Otto Liewert erwies sich als argloses Gemüt. Er erzählte uns schon bald, dass er Geldbote bei der Bank war und dass er montags stets große Geldsummen zu transportieren hatte. Das war es, was wir wissen wollten. Wir plauderten noch eine Weile mit Otto Liewert und verabschiedeten uns dann. Für uns stand nun außer Zweifel, dass Melanie Liewert der Terrorbande verraten hatte, dass ihr Bruder montags immer sehr viel Geld für die Bank wegbringen musste. Also kam nur der Montag als Tag des geplanten Überfalls in Frage. Ich verständigte meinen Vater, den Lokalredakteur Gunter Rehm, und er setzte sich mit Kommissar Wiegand von der Kriminalpolizei in Verbindung. Das hatte zur Folge, dass sich am Montagmorgen ein gutes Dutzend Kriminalbeamte in der Innenstadt aufhielten. Tom und ich kurften derweil durch die Gegend und suchten den Möbelwagen. Tom, hier ist er, auf dem Hof der stillgelegten Fabrik. Ich habe ihn nicht gesehen. Da drüben. Tatsächlich, da ist er. Dann kann es ja losgehen. Hier wollen die Gangster also mit dem Motorrad fliehen. Los, zurück in die Innenstadt. Oh, ich bin gespannt, ob Franco den Möbelwagen wieder fährt. Das werden wir ja sehen. Hauptwachtmeister Söck und seine Tochter Paula. Er trägt keine Uniform. Nun überrascht mich gar nichts mehr. Achtung! Otto Liewert verlässt die Bank. Er kommt auf uns zu. Ja, ich sehe ihn. Doch ist er weit von uns entfernt. Das sind mindestens 100 Meter. Oh, ich bin gespannt, wann es passiert. Wenn es überhaupt passiert. Ja, da sind sie. Die Motorradgangster. Sie halten bei Liewert. Ja, einer springt ab. Die Kette durch, an dem der Geldkoffer befestigt ist. Und springt mit dem Geld wieder auf. Mensch, Tom, sie entwischen den Polizisten. Die Polizei ist auf Draht. Halt! Halten Sie an, Polizei! Oh, da, Silke schaltet sich ein. Oh, ich kipp das Motorrad um. Hey, Tom, pass auf, einer der Gangster kommt hierher. Er will abhauen. Aus dem mache ich einen Starfighter, der schuss ab. Stehen bleiben! Bleiben Sie stehen! Hey, du, hier ist Ende. Verschwinde! Au. Oh. Braucht der Herr sonst noch was? Lass mich! Mein Arm! Oh. Oh. Mein Arm! Lass mich los! Gut gemacht, Junge. Danke. Moment noch, Herr Söckel. Ich übergebe den Typ gleich. Ich möchte ihm nur den Sturzhelm abnehmen, damit ich ihm ins Gesicht sehen kann. So. Das wirst du noch bereuen, Conradi. Ach, der Herr Juwelendieb. Du möchtest sicherlich wissen, wie wir beide uns hoch oben auf dem Dach des Hochhauses gefühlt haben, nachdem ihr uns dort ausgesetzt habt, oder? Lass mich endlich in Ruhe! Herr Korn, legen Sie dem Mann Handschellen an und führen Sie ihn ab. Wird gemacht, Herr Söckel. Das Kommissar Wiegand. Wir müssen ihm noch sagen, wo der Möbelwagen steht. Ja, richtig. Hätte ich fast vergessen. Herr Wiegand! Ja, Tom? Ich hab gesehen, wie du den Kerl aufs Kreuz gelegt hast. Alle Achtung! Vielen Dank, Kollege Söckel. Wir machen jetzt weiter. Er ist einer der Juwelendiebe, von denen wir ihn erzählt haben. Aha. Er gehört also zu der Bande, die Telefonterror ausgeübt hat. Darüber müssen wir uns später noch unterhalten. Herr Wiegand, ganz in der Nähe wartet der Möbelwagen. Wir müssen uns beeilen, sonst fährt er weg. Wir haben das ganze Stadtviertel abgesucht, ihn aber nicht entdeckt. Wir wollten zwei Mann auf dem Motorrad hinfahren lassen, die ebenso aussehen wie die Gangster. Das können Sie immer noch. Wir führen Sie hin. Gut, dann wollen wir keine Zeit verlieren. Hellkorn, Becker, es geht weiter. Ach, Herr Söckel. Ja, Tom? Entschuldigen Sie, dass wir Sie in Verdacht hatten.
Da haben wir uns wohl geirrt. Schon gut, schon gut. Sieh zu, dass du endlich verschwindest. Einige Minuten später fuhr ein Motorrad auf den verlassenen Fabrikhof, wo der Möbelwagen wartete. Die Maschine, auf der zwei Mann saßen, raste die Rampe hinauf und in den Wagen hinein. Die in schwarze Lederkluft gekleideten Polizisten zogen die Rampe hoch und schlossen die Tür. Dann ging es auch schon los. Der Möbelwagen verließ den Fabrikhof und fuhr zum Stadtrand hinaus. Ihm folgten nicht nur zivile Fahrzeuge von der Polizei, sondern auch Tom und ich auf unseren Motorrollern. Allerdings in gehörigem Abstand. Sind wir schon in Erpendorf? Ich wusste doch, dass es so weit rausgeht aus der Stadt. Ich bin gespannt, ob wir zum Boss der Bande fahren. Ehrenhorn könnte das sein. Er biegt links ab in eine Grundstückseinfahrt. Jetzt hält er vor einer großen Villa. Komm, wir steigen ab. Wir lassen die Mühlen hier, schnell. Wenn wir quer durch die Gärten laufen, sind wir noch vor der Polizei am Möbelwagen. Ja gut, das lasse ich mir nicht entgehen. Hinter diesen Büschen müsste es sein. Oh, da ist es. Der Gangsterboss höchstpersönlich. Also doch, das hätte ich nicht gedacht. Zur Ladetür macht sie auf. Kommt raus, Freunde. Wir haben es geschafft. Da irren Sie sich, Herr Ehrenhorn. Nehmen Sie die Hände hoch. Sie sind verhaftet. Nein, mich kriegen Sie nicht. Oh, Tom, pass auf, wer kommt hierher? Heute scheint es meine Aufgabe zu sein, die Gangster zu fangen. Hallo, Herr Ehrenhorn. Wo wollen wir denn hin? Lass mich vorbei. Nicht doch. Fluch, lass mich vorbei. Nicht doch, Herr Ehrenwert. Irgendwann ist der Weg eines jeden Gangsters zu Ende. Und für Sie ist hier Schluss. Nein, nein. Aus dem Weg! Haltet ihn! Haltet ihn fest! Kein Problem! Lass mich doch los, Mensch! Da liegt er! Wie auf dem präsentiert hin. Gut so? Ausgezeichnet, Tom! Herr Ehrenhorn, Sie sind verhaftet. Ich mache Sie darauf aufmerksam, dass es für einige Jahre keine Pizza mehr für Sie geben wird, Herr Ehrenhorn. Oh, es sei denn, dass Franco Ihnen eine aus Tütenpapier im Gefängnis zusammenklebt. Also jetzt wirst du wirklich unverschämt. Möge sie Ihnen in Ihrem raffgierigen Hals stecken bleiben. Hört auf. Ich muss den Mann auf seine Rechte aufmerksam machen. Das heißt, das kann auch Kommissar Wiegand machen. Der kann das noch viel besser. Eine Hausdurchsuchung bei Ehrenhorn brachte Erstaunliches zutage. Es fanden sich nicht nur die 80.000 Mark, die einer aus der Bande dem Bankräuber abgenommen hatte, sondern auch der Schmuck, den die Räuber aus dem Juwelierladen geholt hatten. Und darüber hinaus noch einiges an Beute mehr. Ich sollte Recht behalten. Die Beweise reichten aus, den Makler Ehrenhorn und die Telefonbande für einige Jahre hinter Gitter zu schicken.